Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein Paketchen bekommen, hab's auch schon aufgemacht. Aber ich wusste nicht, ob es meins oder für meine Frau ist. Und 2 in 1 4K Dual Monitor KVM Switch with Dogging. Oh Gott. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Den werden wir jetzt unboxen. Der Karton ist viel, viel größer als von dem, was ich letztens hatte. Ich hoffe, dass der nicht nur für Macs ausgelegt ist. USB-C, MST, also zwei Monitore mit USB-C kann man anschließen. GPS, USB-C, Laptop und Desktop kann man switchen, 12 in 1 Dogging-Station und Power Delivery 60 Watt. Ja, ich bin mal gespannt. Den werden wir gleich mal unboxen und dann müssen wir noch gucken, wie wir den an den Laptop anschließen, weil ich habe ja nur meinen älteren Laptop, ich habe ja keinen Mac, da bin ich nicht so der Fan von. Und dann müssen wir mal gucken, wie das alles funktioniert. Und bis dahin wechseln wir erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir im Unboxing-Tisch. Jetzt packen wir das mal aus und gucken mal, was da so Schönes drin ist und welche Anschlüsse uns zur Verfügung stehen. Weil ich habe ja kein Mac, wo mit USB-C funktioniert. So, ich mache das mal kurz so ein bisschen beiseite. Dann war das eigentliche Gerät. Das ist ziemlich schwer. Fast wie ein kleiner Mini-PC, würde ich sagen. So, dann haben wir hier Kabelei. Die mache ich mal auf der Seite. Die guckt erstmal alles mit einmal und dann gucken wir uns das alles an, was das alles drin ist. So. Obwohl, können wir laufen lassen. Ist hier noch was drin? Nee, da ist nichts drin. So. So. Zum Gerät kommen wir gleich. Wir gucken uns erstmal die Kabel an, damit wir wissen, was mit bei ist. Ja? So, das ist ein Stromkabel. Achso, das ist mit einem Loch. Das ist für US. Der kann weg. Dann ist das hier der Trafo, also das eigentliche Stromteil. Ja. Dann haben wir hier einen. Ach, da ist es. Einen Stromkabel für Deutschland bzw. EU. Und hier ist der andere. Ja, das kommt dann halt in den kleinen Trafo. Spannungswechsel, wie man auch sagen möchte dazu. Dann haben wir noch den mit bei. Der müsste. Ne, warte mal, der ist. Ne, der ist Großbritannien, glaube ich. 3 ist Großbritannien. 2 ist Amerika. Die haben ja hier so eine wackeligen Dinger immer. Wirtschaftsmacht und hat so einen lumpig verarbeiteten Stromkabel. So, dann haben wir hier einen USB-A. Zu diesem größeren, aber das ist doch nicht Thunderbolt, oder? Nee. Wie von den alten Festplatten, ja? So in etwa. Dann haben wir noch einen USB-C zu USB-C. Dann haben wir einen HDMI. Oder DisplayPort? Nee, DisplayPort, sorry. DisplayPort zu DisplayPort. Ja, DisplayPort zu DisplayPort. Und nochmal ein HDMI zu HDMI. Seht ihr das? Kurbel kann man erkennen. Ja. Das sind die Kabel, die wir haben.
verstau die jetzt erstmal kurzzeitig wieder hier, damit wir Platz auf dem Tisch haben. So. So. Dann gucken wir uns das Gerät an. Der ist wirklich schwer. Also, ich hatte ja schon mal so einen KVM-Switch. Der war nicht so schwer. So, dann haben wir hier zweimal USB. Einmal USB-C. Kopfhöreranschluss und eine SD-Karte. Und einen Knopf natürlich. Der Knopf ist, so wie es aussieht, für An-Aus und zwischen PCs wechseln. Ach so. 1 Laptop, 2 PC. Okay. Super. Hier haben wir dann einmal USB für Tastatur und einmal USB für Maus. Oben drüber ist auch noch ein Funkdongle abgebildet. Also die werden auch unterstützt, denke ich. Aber wirklich schwer. Hinten haben wir einen LAN-Anschluss für Internet. Einen USB-C-Anschluss für Laptop. Da weiß ich gar nicht, ob das bei meinem Laptop überhaupt funktioniert. Dann haben wir einen USB-B. DisplayPort-In, HDMI-In. Also da könnte man jetzt zum Beispiel den PC anschließen und hier HDMI könnte man für den Laptop nehmen. Ja, und dann hat man noch USB. Gut, dann muss aber einer... Wartet mal, da muss ich nochmal kontrollieren. Da müssten doch dann zwei USB dran sein, rein theoretisch. Oder irgendwie da denn... Hier ist nur ein USB für den PC dann halt. Ja gut, Laptop kannst du ja dann deine Laptop-Tastatur nehmen. Aber wenn da jetzt zwei USB wären, also wird es wahrscheinlich auch geben. Packen hier, dass dann praktisch der USB-B Eingang und dann halt auf zwei USB, dass man halt zwei verschiedene PCs praktisch dann halt wechseln kann und die Maus und Tastatur, die man vorne nimmt, vorne ran macht, halt auch für beide nutzen kann. Laptop in Desktop in. Ja, da weiß ich, wie gesagt, nicht, ob mein DisplayPort hat er nicht. Der hat HDMI, mein Laptop, aber wenn ich jetzt PC nehme, DisplayPort und das ist ja der gleiche, dann ist ja der gleiche Anschluss hier. Ist ja alle zusammengefasst. Achso, nee, mit für den USB. Die funktionieren beide mit dem USB, aber wenn es nur an E-Gerät dran ist. USB-C, also das weiß ich nicht, ob meiner das hat. Und dann haben wir Out, also können wir zu zwei Bildschirmen weitergeben. Dann können wir halt wechseln halt. Gut, USB-C hat ja dann automatisch schon Datenverbindung. Der ist ja nicht nur, dass er Bild sendet und Ton über USB-C, der kriegt ja, denke ich mal, davon auch das Input-Signal dann hier. Dann geht es ja doch. Aber mein Laptop hat, glaube ich, kein USB-C. Müsste ich mal gucken. Dann kann man halt hin und her schalten zwischen den Geräten und
Ja, bei dem Monitor hier. Optisch haben wir auch noch und Strom. HDMI 1 Out und 2, also kann man dann aus, kann man dann nur einstellen, auf welchem Monitor Watt und wie. Nur 1, nur 2, 1 und 2, also erweitern praktisch die Anzeige vom Laptop auf den PC oder einfach doppelt machen, dass halt praktisch das, was auf dem Laptop zu sehen ist, auch auf dem Monitor zu sehen sein wird. Ja, da müssen wir mal schauen. Da bin ich mal gespannt. Das werden wir denn, da muss ich erst mal gucken, wo ich das dann aufbaue und wie ich das am PC mache, weil am PC ist nicht genug Platz, dass ich da dann halt noch einen Laptop daneben stelle. Ja, da muss ich dann mal gucken. Aber jetzt habe ich ja die Kleine erstmal, weil Frauchen Spätschicht hat, da ist nicht die Zeit. USB-C Laptop. So, 5 ist ne 2. Achso, da oben. 3 und 4 ist Display DP-In, HDMI-In. 9 ist HDMI-Out. Dual 4K. Und hier sieht man es dann halt auf diesem Testbild. Wartet mal, ich zoome euch mal rein. Na komm, Kamera, zoom doch. Hier haben sie dann dargestellt, wie das funktioniert. So, wir haben halt hier den Laptop mit USB-C angeschlossen. Wir haben den PC, warte, da muss ich mal kurz schräg halten. Mit DisplayPort, USB und HDMI angeschlossen. Aber wieso beides DisplayPort? Naja, vielleicht, dass das nicht möglich ist. Jedenfalls ist der Tower halt mit DisplayPort, USB und HDMI verbunden. Vorne haben wir Tastatur und Maus dran. Kopfhörer. Über den USB-C vorne könnte noch ein iPhone angeschlossen werden. Ich habe kein iPhone, also für mich nicht möglich. Und hinten bei den drei USB als Beispiel ein Drucker, eine Festplatte und eine USB-Kamera. Ja, Kamera, Festplatte, Drucker kommen dann halt hinten an den drei ran. Ja, und dann kann man halt mit der Taste halt immer switchen von, was man dann halt auf den Monitoren sehen möchte. Das muss man dann halt einstellen. Monitor 1, Monitor 2. Also kann man zu zwei Monitoren machen. Dann kann man sagen, dass man den Laptop halt auf Monitor haben will und PC auf dem anderen Monitor oder erweitert auf 3 oder spiegeln auf. Also spiegeln auf einen und den dritten erweitert. Also meiner, also beim Mac kannst du ja viel machen, das ist bei meinem leider nicht möglich. Meiner ist etwas älter, sehr alt. Da ist das nicht möglich, dass ich das so mache, wie das hier drauf steht, mit USB-C. Aber ich habe ja noch einen anderen von 2Play, den muss ich mal gucken, ob der USB-C hat. Vielleicht kann ich das dann mit dem vorführen. Aber dann bleibt trotzdem die Frage, wie ich das mache wegen dem Platz. Da muss ich das mal gucken. So. Erstmal alles wieder verpacken, dass davon nichts wegkommt. Wenn wir dann testen alle, dass da auch alles noch da ist. So, das soll es für das Unboxing auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Hier seht ihr dann auch noch mal zwei Monitore, Mac, und dass man das dann halt hier drauf wiedergibt. Und also das, was man auf dem Mac-Monitor sieht, da und halt zusätzlich einen zweiten Monitor da. Ja, also erweitert.
Oder das kommt dann vom Tower oder so, ich weiß es nicht. 4K UHD, ja, ist egal. Powerful Docking Station, also man kann auch laden, dann halt logisch damit. Also, weil das ja am Strom ist, ja, kriegt der Laptop auch Strom und geht dann halt nicht aus. Braucht halt kein Stromkabel. New Dual Channel Design und super Fast Switch. Ja. Also der ist wirklich, 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 wirklich schwer. Ich bin mal gespannt. Jetzt würde ich mich erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.